Es sind ja große, auch politische Umbruchphasen, die Sie auch beschäftigt haben. Wenn ich so an Ihre Serien denke, ist gerade auch ja eine Serie ganz besonders faszinierend, die sich auch wieder mit einer politischen Ausrichtung auch beschäftigt, die EU-Osterweiterung. Also die Europäische Union entschließt sich ab 2004, sich stärker zu öffnen nach Südosteuropa. Und das ist ein Anlass für Sie, dort eine große Kampagne zu starten, eine große Serie, auch eine umfangreiche Serie, die dem Porträt gewidmet ist. Gibt es auch so eine Absicht, auch durchaus eine politische Aussage zu treffen in der Fotografie? Und Sie gehen ja häufig auch über das Medium der Fotografie hinaus. Ich würde das verneinen, zunächst. Da kommen mehrere Komponenten zusammen. Also ich hatte ja in Russland schwarz-weiß fotografiert, ganz selbstverständlich, in den 90er Jahren, den gesellschaftlichen Wandel, den kann man natürlich auch als politische Fotografie bezeichnen, aber mir ging es eigentlich um die Befindlichkeit des Einzelnen, also nicht so sehr sachlich politisch zu bleiben, sondern emotional, die jeweiligen Situationen, die jeweilige Situation emotional verständlich zu machen. Und habe mich tot fotografiert nach 10 Jahren. Also ich habe Variation, habe mich entdeckt, Variation von etwas zu fotografieren, was ich irgendwie schon mal im Bild hatte. Ich brauchte also einen formalen Wandel und habe mich entschieden, die Kleinbildkamera zunächst zur Seite zu legen und mit einer Mittelformatkamera zu arbeiten. Es war noch ganz unklar, was ich machen wollte. Es gab kurz den Gedanken, Grenzflüsse auf beidseitig der Ufer zu porträtieren, also das Leben an Grenzflüssen, das habe ich dann wieder verworfen. Und irgendwie kam ich aber über diesen Umweg auf die Donau, vielleicht als verbindender Fluss, und da kommt jetzt die EU-Osterweiterung ins Spiel, denn wenn man so ein großes Projekt macht, also es ist ja auch ein mehrjähriges Projekt, wie fast alle meine Projekte, dann braucht man Unterstützung. Und es ist bei weitem einfacher, zumindest in dieser Zeit gewesen, für politisch angereicherte Themen Unterstützung zu erhalten, als einfach bloß für ein Kunstprojekt. Insofern bin ich auf den Zug aufgesprungen, aber trotzdem interessierte mich natürlich, wenn man den Lauf der Donau verfolgt, sind das ja meistens ländliche Gebiete, die abseits der Metropolen sind, man kann auch sagen, vergessene Gebiete. Also wie leben die Menschen da? Und ich habe die Menschen unterwegs angesprochen. Also sie haben nur kurz ihren Weg gestoppt für ein Foto, habe sie porträtiert, in der Regel also immer als Ganzfigur. Und in dieser Situation habe ich versucht, diese Hintergründe existenziell aufzuladen. Das heißt, Wege führen ins Ungewisse. Es bleibt völlig unklar, was da ist. Ein Mädchen wird umfangen von einem dunklen Wald. Also da war diese existenzielle Form des Menschen, also in diese Welt geworfen zu sein. Und man hat natürlich auch Armut gespürt und es gab viele Roma, denen ging es noch schlechter. Und das war mir dann irgendwo wichtig. Und ich wollte eigentlich diesen Menschen, die sonst ungesehen bleiben, auch ein Bild verleihen. Deswegen ist für mich ganz wichtig, dass diese Menschen in Ausstellung einen Namen erhalten, dass sie ihren Namen haben, wenn sie im Bild stehen und nicht anonymisiert sind. Sie haben ja sozusagen den Menschen ein Gesicht gegeben. Sie sind im Porträt zu sehen, aber Sie haben ja auch eine Stimme bekommen. Also das meinte ich gerade nochmal mit dem, Sie gehen häufig über das Medium der Fotografie hinaus, indem Sie auch die Wünsche und Erwartungen mit aufgenommen haben. Das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, auch politisch, gesellschaftlich, ja, damit auch Stellung zu nehmen und Menschen zu Wort kommen zu lassen, die eher, sage ich mal, am Rande der Ereignisse, auch der politischen Ereignisse zu stehen, die zu Gehör zu bringen und ihnen eine Stimme zu verleihen. Ja, natürlich will ich das nicht ausschließen, aber es ist immer der Versuch, das mehr poetisch vielleicht zu betrachten oder aus einem anderen Blick als so ein ganz starrer politischer Blick, der vor allem meist ja irgendwie eine Position, eine Betrachtungsweise einnimmt. Und das liegt mir überhaupt nicht. Ich will eigentlich nie eine feste Betrachtungsweise einnehmen. Ja, ich habe diese Menschen
befragt und sehr viele haben handschriftlich in ein Buch, also ich hatte 10 Anrainerstaaten, ich hatte 10 Bücher, 10 rote für die Wünsche der Menschen und 10 schwarze für die Erwartungen und Befürchtungen hinsichtlich dieses Vereinigungsprozesses der EU. Und da haben die Menschen ihre Wünsche oder ihre Vorstellung handschriftlich eingetragen. Auch das ist sehr kostbar. Ich kann mich erinnern, dass ein Roma-Junge, ich habe das dann in Peach mal hinterfragen lassen, ob das eine Schrift ist, der hat einfach versucht zu schreiben, der war Analphabet, aber das sieht aus wie der Flug, wie so eine stilisierten Vögel auf dem Blatt. Ein Wunder, eine wunderbare Grafik, also da kriegt man Gänsehaut. Und das sind natürlich auch, ein Bauer schreibt völlig anders als ein Intellektueller. Also ich bin stolzer Besitzer der von 10 Büchern der Wünsche der Menschen Osteuropas und auch noch 10 Bücher dazu, was sie damals sich von der EU erhofft haben. Wie gelingt es Ihnen eigentlich, die Menschen, denen Sie dort begegnen, so spontan für Ihre Ideen zu begeistern? Wie schaffen Sie eigentlich, so schnell ein Vertrauen aufzubauen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, wahrscheinlich sind zuerst die Dolmetscher zu nennen. Also diese Projekte sind in der Regel immer mit Dolmetschern realisiert worden. Das heißt, ich habe jemanden gesucht aus diesem Land, also einer von Ihnen, von denjenigen, die ich gern fotografieren würde oder befragen würde. Das baut Vertrauen auf. Ist natürlich aber auch eine gigantische Spannung, wenn man 4 Wochen mit jemandem im Auto sitzt und von früh bis Abend im Auto, also fährt. Wir sind eigentlich nur gefahren. Alles ist, die Bildfindung war, also wo ich angehalten habe, das ist alles auf dem Auto passiert. Also man muss nicht nur nach Bildern suchen, sondern muss auch die Motivation und die Person des Dolmetschers pflegen, Tag und Nacht. Das ist nicht unanstrengend. Aber scheinbar bin ich, und das ist vielleicht der zweite Aspekt, dass ich ein empathischer Mensch bin und dass ich glaube, dass ich schon von meinem Gegenüber etwas lernen kann und vor allem von den Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Man könnte sagen, das läutert mich auch in meinem eigenen Leben.